Hallo und herzlich willkommen bei Fishing Planet. Heute wollen wir den letzten Fisch fangen, der nach dem Update dazugekommen ist in Florida. Den Bagre Magrinus in einzigartig. Hier haben wir schon mal das Exemplar. Die werden bis 4,5 Kilo schwer. Mein größter, den ich jetzt gefangen habe, ist 3,7 Kilo. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal ins Wasser. Erst zeige ich euch aber noch die Ausrüstung. Ich angel mit der Nero 390 Sport. Dann eine 5,5 Kilogramm Rolle dazu, so viel wie die Rute auch hat. Eine 0,28er Fluoro. Ein 2,0er Haken und Garnelen als Köder. Das Ganze so auf 2,10 Meter tief. Ja, das zur Ausrüstung. Dann gehen wir mal zum Steg. Das ist das salzige Delta. Genauso wo die anderen Fische alle sind. Wenn wir dann hier am Steg sind, gehen wir bis hier nach ganz vorne, einfach geradeaus. Und dann schmeißen wir hier so 12 bis 5 Meter. In dem Radius beißen die. Ich angel meistens so zwischen 10 und 8. Je nachdem. Und das Ganze ab 18 Uhr und bei Sonne. Bei Mischwetter habe ich bis jetzt noch keinen gefangen. Ich habe ein bisschen probiert, aber bei Sonne lässt er sich auf jeden Fall von 18 Uhr anfangen. So bis 20 Uhr, da haben wir schon den ersten Biss. Da haben wir den ersten. Mit 800 Gramm. So, schmeißen wir nochmal aus. Die beißen eigentlich recht häufig hier. Also sollte es normal auch kein Problem sein, dass wir jetzt einen fangen. Der Schwimmer liegt ein bisschen, aber das tut es so. Auf der Tiefe habe ich eigentlich die meisten Bisse gehabt. Da haben wir schon den nächsten. Das ist auch ein kleiner. Den behalten wir auch. Ach, den einen habe ich aus Versehen freigelassen. Wollen ja auch ein bisschen verdienen, darum nehmen wir die mit. Und ja, den Fisch kann man eigentlich hier überall fangen. Nur als einzigartig habe ich den bisher nur hier so vor dem Stegbereich gefangen. Vielleicht lässt er sich auch noch woanders fangen, aber das habe ich noch nicht getestet. Aber hier geht es auf jeden Fall. Da haben wir schon den nächsten. Das könnte schon unser Unique sein. Ne? Der Ausschlag war aber ziemlich stark. Ich weiß nicht, warum ich immer auf Freilassen drücke. Naja. Passiert. Aber sie werden schon größer. Da haben wir den nächsten Biss. Das müsste unser Unique sein. Jawohl, da haben wir unseren Unique mit 3,9 Kilo. Ja, so einfach lässt er sich fangen. Den behalten wir, dann probieren wir nochmal. Vielleicht fangen wir noch einen. Geht auf jeden Fall recht gut hier. Also der war jetzt knapp an die 4 Kilo. Und bis 4,5 werden sie. Und man kann auch mehrere die Stunde fangen, also das ist normal kein Problem. Da haben
mal den nächsten. Das ist ein Trophy. War ein bisschen weit geworfen. Auf jeden Fall kann man die hier super fangen. Man kriegt auf jeden Fall jede Menge Bisse. Außerhalb der Zeiten kann man leider nur Trophies fangen oder halt die normalen, wobei die überwiegen. Zwischendurch fängt man schon mal ein bisschen Beifang, einen Augenfleckenkammbarsch. Aber geht ganz gut. Man kann den auch noch mit Schnittködern mit mittleren fangen. Wobei ich finde, die Garnelen gehen besser. Haben auch direkt schon wieder einen Zuppler. Und da geht er ab. Ja, das ist ein Forellenbarsch. Also, wie gesagt, Beifang ist auf jeden Fall da. Aber man fängt sie hier. Schon wieder ein Zubler. Komm schon. Ah, da hat der Köder vom Haken gefressen. Ja, das ist ein bisschen ziemlich sehr nah, aber sollte noch gehen. Warten wir mal ab. Tut sich nichts. Schmeiß mal nochmal neu aus. So, 9 Meter, perfekt. Ja, die anderen Fische haben wir jetzt alle. Dann fahren wir danach, reisen wir nach Michigan und versuchen da noch den einzigartigen Wels zu fangen, der da neu ist. So. Also wie ihr seht, Fische fangen da genug hier. Dann würde ich sagen, dann war es das für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, ein Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!